Herzlich willkommen bei Kleiner Kuchen Kuh. Heute geht es wieder mit den 300 Fragen weiter. In dem Kapitel Pflege. Letztes Mal habe ich eine Frage übersprungen. Das habe ich aber auch erst gemerkt, als ich das Video bearbeitet habe. Deswegen machen wir da jetzt weiter. Und zwar baden. Mucki ist ein Angora-Kaninchen. Sein langes Fell wird im Freigehege ziemlich schmutzig. Darf ich es baden? Kaninchen baden und duschen nicht gerne. Das ist Stress fürs Tier. Wenn sie jetzt durch Pfützen laufen, ja, das ist denen eigentlich scheißegal, und der Regen draußen im Freigehege, der hilft das Fell auch sauber zu halten, aber baden und duschen sollte man Kaninchen nur aus medizinischen Gründen, wenn sie Parasiten haben oder sowas. Ansonsten eigentlich nicht. Es ist zwar ein seltener Fall auch, dass es Kaninchen gibt, die so eine Art Wasserratten sind und gerne ins Wasser gehen, aber eigentlich sollte man das nur aus medizinischen Gründen machen. Und da der Mucki ein Angora-Kaninchen ist, sollte man bei dir auch langes Fell haben. Täglich sollten sie gebürstet werden, damit das Fell sich nicht verknotet, und im Hochsommer, wenn sie noch draußen sein sollen, müssen sie geschert werden. Man muss das lange Fell ab, weil sonst gibt es einen Hitzestau unter dem Fell und das Kaninchen kriegt einen Hitzschlag und kann dran sterben. Was willst du? Willst du raus? Kannst du das nicht machen, bevor ich anfange? Flora. Ich muss warten, bis ich fertig bin, so. Naja, bin ich endlich mal wieder so. Ne? Genau. So, China-Seuche, RHD. Ist diese Krankheit wirklich lebensgefährlich für Kaninchen? Ja, das ist wirklich sehr lebensgefährlich für Kaninchen. Vor allen Dingen ist es auch ab und zu mal ein qualvoller Tod, wenn sie Appetitlosigkeit haben oder blutigen Kot haben. Nasenausfluss ist blutig und allen möglichen Scheiß, und die Krankheit können nur Kaninchen kriegen. Für uns und andere Tiere ist die Krankheit nicht ansteckungsgefährlich, aber bei anderen Kaninchen schon. Deswegen, falls man eins hat, das anfasst und man möchte dann zu seinen gesunden Kaninchen, dann sollte man sich vorher die Hände waschen, weil sonst kann man die anderen Kaninchen anstecken. Natürlich kann man die Kaninchen auch dagegen impfen. Ich mache das nicht. Man kann ab der 6. Lebenswoche das Kaninchen impfen lassen, aber ich mach das nicht. Weil ich brauche auch noch ein bisschen was zum Leben. Und wenn ich meine ganzen Tiere impfe und pro Impfung 30 Euro hinlege, bei 5 Kaninchen ist das schon ganz schön heftig. Deswegen mache ich das nicht. Und außerdem habe ich die Scheiße noch nie gehabt. Klar, die können sich durch Insekten wie Mücken oder Zecken dadurch anstecken, aber da wo meine Kaninchen sind, die kriegen höchstens mal einen Mückenstich ab und fertig ist. Aber meistens kriegen es nur Wildkaninchen und Hauskaninchen eigentlich eher selten. Deswegen würde ich sagen, die Impfung ist eigentlich rausgeschmissenes Geld. Manche können es impfen,
Ich mache es nicht. Ich habe keine Probleme damit. Meine Kaninchen sind alle gesund und leben raus. Bis auf Nobody, die musste ich erstmal wieder aufpäppeln, weil die hatte einen Schwächeanfall. So, Deckakt. Wie erkennt der Rammler, dass die Häsin paarungswillig ist? Wenn die Häsin paarungsbereit ist, dann legt sie sich flach auf den Boden und hebt den Hinterteil an. Die Blume oder der Stummelschwanz, wie auch immer ihr das nennen wollt, das ist dann natürlich auch oben. Dann sieht man richtig die schöne weiße Blume. Und daran erkennt das Männchen, ich will, sie ist bereit, steige ich doch mal drauf. Der Paarungsakt, der geht natürlich nicht lange. Was ich witzig finde, ist, dass das Männchen in Ohnmacht fällt, wenn es kommt. Das ist echt putzig. Und es gibt auch so ein komisches Geräusch dabei ab. Schmeißt die Hinterbeine nach vorne und kippt dann um. Beißt sich bei den Weibchen den Nacken fest und sowas alles, ey. Naja. Durchfall. Mein Morle hatte schon öfters Durchfall. Wie kann ich dem Zwerg helfen? Normalerweise sind die Kotköttelchen ja schön geformt und fest und trocken. Aber wenn das Tier ständig Durchfall hat, dann würde ich mal zum Tierarzt gehen. Am besten noch eine Kotprobe mitnehmen, weil sie dann da auch noch gucken können, sind da Parasiten dran schuld oder nicht. Ich würde, wenn meine Kaninchen Durchfall hätten, kriegen würden, weil sie, ja, nicht so oft Grünfutter gekriegt haben und dann ab und zu mal. Das kann Durchfall auslösen. Da lässt man das erst weg, gibt den Heu und Trockenfutter. Und dann muss man in kleinen Mengen mit dem Grünfutter anfangen, dass sie sich langsam dran gewöhnen können. Wenn der Durchfall jetzt ein paar Stunden ist, das ist nicht so tragisch, aber wenn es Tage ist, es ist schon kritisch, weil die da auch dran sterben können. Einschläfern. Biene hat einen bösartigen Tumor. Soll ich sie einschläfern lassen? Ja, wenn man ein Tier hat, das Schmerzen leidet und es gibt keine andere Möglichkeit als die Einschläferung, dann ist es wirklich wahre Tierliebe, es gehen zu lassen. Man möchte ja nicht, dass es leidet und das Tag für Tag, das möchte man nicht. Man leidet ja mit dem Tier mit. Ich tue das jedenfalls. Und da ist es meistens dann besser, Spritze geben zu lassen und Abschied zu nehmen, ja. Natürlich kann man auch einen bösartigen Tumor entfernen lassen, wenn es geht, aber wenn es dann wirklich so schlimm ist, sollte man das Tier gehen lassen. Elefantenzähne. Was versteht man eigentlich unter diesem Begriff? Das sind zu lang gewachsene Schneidezähne bei den Kaninchen. Bei Kleiner Kobu oder bei Snowball war das so, dass die Schneidezähne immer lang gewachsen sind. Es gibt natürlich auch gruselige Bilder,
im Internet zu finden. Die setze ich natürlich auch ein, damit ihr seht, wie das aussehen könnte und was man dann darunter, das sieht dann aus wie so wie diese Stoßzähne vom Elefanten, kann man sich so vorstellen. Aber die wachsen auch in verschiedenen Richtungen. Ganz gefährlich ist es, wenn es dann im Mundinnere wächst. Deswegen muss man die dann beim Tierarzt auch abschneiden lassen, weil sonst kann das Tier auch nichts essen, nimmt ab und ja. Erkältung habe ich auch noch. Können sich Zwerchkaninchen auch erkälten? Natürlich können sich Zwerchkaninchen auch erkälten. Wenn man jetzt ein Kaninchen hat, das drinnen lebt und man möchte es dann nach draußen setzen, wenn das Wetter noch zu kalt ist und man nimmt es immer raus und rein oder lässt es raus, dann kann die sich auch erkälten, natürlich. Das ist so wie bei uns auch, wir erkälten uns ja auch. Vor allen Dingen, wenn man eine Arbeitskollegin hat, die ständig rumhustet und schnieft und hast du nicht den Sehnen nicht, man hängt man flach hier auf dem Sofa rum und kriegt keine Luft mehr. Ja, steckt sich an. Kaninchen können das auch. Die kriegen dann hier einen richtigen Nasenausfluss, niesen auch und ja. Unsere Nobody ist auch ein bisschen erkältet, das ist aber nicht so schlimm. Wenn man wirklich ein Kaninchen hat, wo die Augen tränen, die Nase läuft, es niest, es hustet, es tut alles, was scheiße aussieht, sollte man es nehmen und zum Tierarzt bringen. Es gibt natürlich auch Tierhandlungen, die machen das nicht. Da sollte man wirklich immer ganz genau hingucken. Und ich habe jetzt die Seite verloren. Ganz genau hingucken, wie sieht das Kaninchen aus? Sind die Augen in Ordnung? Ist die Nase in Ordnung? Am besten am After noch gucken, ist da alles in Ordnung? Manche sagen, ja, das kann man rausbürsten, das Kaninchen ist total gesund, aber ist es nicht. Kauft niemals ein krankes Kaninchen. Fell. Mein Angora-Zwerg. Grisu leidet besonders im Sommer sehr unter seinem langen Fell. Soll ich das Fell schneiden? Angora-Kaninchen haben ja ein sehr schönes, langes, seidiges Fell. Und ich habe ja schon beim Baden gesagt, wenn die im Sommer raus wollen und es ist tierisch heiß, ist es besser, das Fell zu schneiden, zu scheren, weil sie sonst einen Hitzschlag bekommen können. Können natürlich auch normale Kaninchen auch kriegen, wenn sie keine Schattenmöglichkeiten haben. Deswegen kann man das Fell auch ruhig schneiden. Muss man natürlich auch, wenn da Knoten im Fell drin sind. Deswegen auch immer das tägliche Bürsten. Ist natürlich scheiße, wenn das Tier sich nicht anfassen lässt zum Bürsten. Deswegen sollte man das dann zu zweit machen, aber immer ganz ruhig bleiben dabei. Ja. Genau. Und ich wünschte, ich hätte die Erkältung endlich weg. So, die eine Frage mache ich jetzt noch und das war's dann. Fellpflege. Was ist bei der Fellpflege von Zwergkaninchen alles zu beachten? Ja, gesunde Kaninchen sind sehr darauf bedacht, dass ihr Haarkleid stets sauber ist. Ja, was man natürlich machen sollte, ist Kaninchen immer zu zweit setzen.
weil die machen gegenseitige Fellpflege, die machen, der Partner putzt das Tier dann da, wo es nicht so gut drankommt und sowas. Und die Bindung wird dann auch größer. Baden braucht man es nicht, es sei denn, die haben Parasiten und sowas. Aber Fellpflege machen die von ganz alleine. Die sehen immer sauber aus. Da die sich wirklich sehr lange mit Fellpflege beschäftigen können. Deswegen brauchen sie mittags dann auch ihre Ruhepause. Wahrscheinlich wäre ich auch müde, wenn ich stundenlang mich mit meiner Fellpflege beschäftigen würde, aber so viel Fell habe ich ja nicht. Ja. Ich würde sagen, das war's. Falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr sie mir stellen. Ja. Falls nicht, lasst mir einen Daumen oben und besucht mich doch mal auf Facebook. Manche haben es wirklich gemacht. Da war ich doch echt beeindruckt, dass welche meine Videos doch bis zum Schluss angucken, weil bei manchen habe ich wirklich das Gefühl, die machen das nicht. Die klicken sich da durch und fertig ist, aber ja. Ich werde das Video jetzt bearbeiten und sage hier an der Stelle, macht's gut, Leute. Ciao.